Hi und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Ein Salat, ein Kartoffelsalat geht gerade durchs Netz und wir müssen den unbedingt ausprobieren, ob der tatsächlich so gut ist, wie alle sagen. Und zwar wird er genannt entweder Smashed Potato Salad oder Salat oder Crunchy Kartoffelsalat, Smashed Kartoffelsalat. Ich habe schon alles Mögliche gesehen. Auf jeden Fall, irgendwie macht den jetzt jeder. Und wir wollen wissen, ob das Ding tatsächlich so gut schmeckt. Und ja, sind selbst ganz gespannt. Freut euch drauf. Ja, die Zutaten lassen eigentlich schon Gutes oder verheißen eigentlich schon Gutes. Es kommen Kartoffeln rein. Was überall tatsächlich eigentlich kaum gemacht wird oder fast gar nicht gemacht wird, ist Speck rein. Warum machen die da keinen Speck rein? Die haben keine Ahnung. Offensichtlich. Also Kartoffelsalat ohne Speck geht nicht. Also wir machen da auf jeden Fall Speck rein. Und ja, natürlich noch ein paar weitere Sachen. Basis des Ganzen sind diese Kartoffeln. Das sind so, was sind denn das? Da steht Kartoffelzwerge drauf. Manche nennen sie Babykartoffeln, Drillinge oder wie auch immer. Es sind relativ kleine Kartoffeln und die werden wir jetzt erstmal kochen. Dazu haben wir schon mal Wasser aufgestellt. Und ja, da gehen wir die Kartoffeln jetzt rein. Etwas Salz natürlich ins Wasser. Ich freue mich schon aufs Pellen nachher. Schön heiße Kartoffelpellen. Ja. Sind übrigens festkochende Kartoffeln. Ich habe das nirgendwo gefunden, die Bezeichnung, in den Videos. Aber ich denke, es können eigentlich nur festkochende Kartoffeln dafür genommen werden, oder? Sonst gehen die so auseinander. Sonst hast du Matsche, oder? Beim normalen Kartoffeln. Ja, Matsche ist ja irgendwie Ziel des Ganzen. So, ich glaube, das reicht. Und die kochen wir jetzt erstmal weich. Dann als nächstes der Speck. Den werden wir natürlich schon mal vorgaren. Oder nicht nur vorgaren, sondern den werden wir schon mal garen. Da ist aber viel. So, wir nehmen uns einfach ein paar Streifen. Das ist also tatsächlich wunderbare Metzgerqualität von der Fleischerei Laschke aus Hick. Und den legen wir einfach über die Flamme auf den Grill und grillen das mehr oder weniger mit etwas Abstand zur Flamme, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Alternativ könnt ihr das auch in der Mikrowelle prima hinbekommen. 3 Minuten ungefähr, 3 bis 4 Minuten, einfach einen Teller nehmen, 2 Blatt Zewa oder Küchenkrepp unten drunter, dann auslegen mit dem Speck, so viel wie nebeneinander passt, noch ein Zewa oben drauf und dann zack, Tür zu, 3 Minuten und dann ist der Speck auch knusprig. Ja, wir machen das auf dem Grill. So, da oben ist eigentlich ein ganz guter Platz für den Speck. Das runtertropfende Fett entzündet sich dann nicht so schnell. Und so können wir das relativ gemütlich einfach grillen. Ja, ungefähr 20-25 Minuten. Ich habe nicht so genau auf Zeit geguckt. Sind die Kartoffeln fertig? Einfach mit dem Messer reinpieksen. Wenn das leicht durchgeht, reicht das. So, jetzt müssen wir die Kartoffeln noch etwas entpellen. Das heißt, wir nehmen die hier raus. Also wenn hier und da ein bisschen Pelle dran bleibt, ist das nicht weiter dramatisch. Wir machen da jetzt nicht das großartige Theater von. Nur wenn hier solche Wurzelstücke, Endstücke, Schadstellen dran sind, die machen wir natürlich auf jeden Fall ab. Ansonsten einfach so ein bisschen abziehen. Die entpellten Kartoffeln haben wir jetzt alle hier. Die gebe ich jetzt hier in so eine Schale rein. Am besten so ein bisschen nacheinander. Und dann nehmen wir uns einfach hier so ein Gefäß und drücken die Kartoffeln platt. Zack, einfach so. Es schadet übrigens nichts, wenn man das Gefäß einmal kurz einölt. So viel wissen wir jetzt schon. Bisschen Öl drüber, kommt nachher eh noch auf die Kartoffeln. Zack. Klappt ja super. Also abstreichen tut's auch. Wahrscheinlich wird es funktionieren, wenn man oben auch noch Backpapier auf die Kartoffeln macht. Aber nötig ist es, glaube ich, auch nicht. Wir wollen ja ein bisschen Crunch haben. Wenn ihr so eine Schale nicht habt, könnt ihr das natürlich auch auf dem Backblech machen. Das sollte also auch auf jeden Fall funktionieren.
So, die werden wir jetzt etwas würzen, sprich Salz und Pfeffer drüber. Ist ja nichts drin. Vielen Dank. Wäre mir gar nicht aufgefallen. Das ist ja logisch, ne? Das benutzt du immer, jetzt machst du es einmal und dann zack, leer. So, das Schicksal wollte mir wahrscheinlich sagen, nimm deinen Pfeffermix. Der ist eh besser. Und recht hat es. So. So reicht das schon. Der ist ja, wie gesagt, sehr intensiv. Bekommt ihr übrigens, wie auch dieses Olivenöl, bei uns im Shop unter wm-bbq.de. Von dem Olivenöl gehen wir jetzt hier überall so ein bisschen was drüber. Zack. So, und jetzt ab damit in den Grill. Den habe ich jetzt indirekt vorgeheizt. Sprich, da sind 2,5 Brenner an, hier ist einer an. Also nicht direkt unter der Schale. Und da backen wir jetzt erstmal die Kartoffeln, bis die schön kross sind. So, und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um... Was filmst du, die Katze? Ja, ist die wieder interessanter alles, als ich? Ja. Alles. So, in der Zwischenzeit werden wir uns unsere Soße machen und das Gemüse klein machen. Pass auf die Katze auf, sonst hast du keinen Speck. Das würde sie sich wahrscheinlich trauen, ja, doch. Ja, klar. Dreh ich mal weg. So, hier haben wir Joghurt. Das ist so ein Sahnejoghurt. Da geben wir mal, ich weiß gar nicht genau wie viel. Ja, das probieren wir erstmal mit 4 Esslöffeln. Dann nehmen wir noch etwas Mayonnaise dazu. 1. Auch so 2 bis 3 Esslöffel. Dann geben wir da den Saft einer halben Zitrone noch rein. Salz und Pfeffer noch dazu. Ach nein. Mhm. Ja. Da war doch was. Da war ja was. Zack. Und dann geben wir noch ein bisschen scharfen Senf dazu. So, vielleicht so. Ja, nicht mal ganz einen Teelöffel. Das sollte reichen. Können wir schon mal vermischen. Dann haben wir hier eine Knoblauchzehe. Die pressen wir da einfach mit rein. Und dann etwas Zwiebeln. So, die Zwiebel schneiden wir in kleine Würfelchen. So ein so eine, ja, eine etwas kleinere rote Zwiebel reicht aus. Zwiebeln da rein. Dann haben wir hier noch Frühlingszwiebeln. Die geben wir da auch mit rein. Hinten die grünen Stücke mache ich ein bisschen größer, damit die auch noch schön sichtbar sind nachher. Dann haben wir hier noch eine Gurke, eine Schlangengurke. Da geben wir erstmal, ich glaube, so eine halbe sollte wahrscheinlich ausreichen. So, das innere Grüne nehmen wir mal raus, damit das Ganze den Salat nicht verwässert. So, und auch die Gurke schneiden wir in kleine Stückchen. So, nicht zu groß. Auch so kleine Würfelchen. Das könnte wohl schmecken nachher. Also die Zutaten gefallen mir ganz gut. Es wird schmecken. Ich denke auch. Und hier haben wir jetzt noch ein bisschen Schnittlauch. Ich habe keinen frischen gekriegt, deswegen tut es auch TK. Aber das dürfte eigentlich ohne Probleme auch funktionieren. Dann etwas Dill. Das wird dich persönlich besonders freuen. Oh, ja. Du liebst Dill? Ja. Also im Salat? Dill ist super. Im Salat finde ich es eigentlich auch ganz gut. Oder auf Fisch.
Ich finde es überall gut. Ja, zu viel brauche ich nicht. So, da haben wir jetzt wahrscheinlich so 2-3 Esslöffel, ne? Mhm. 2. Und noch etwas Petersilie. Auch da natürlich frische am besten. Mal so ein Strauch da abgemacht. Also ungefähr so ein kleines Bund. So, wer sich übrigens fragt, wie das Ding hier heißt, bekomme ich immer wieder viele Kommentare dazu. Das ist eine Gemüseschaufel. Und ja, die kann man überall eigentlich so ziemlich kaufen. So, dann unseren Speck. Ich lasse mir noch mal 1-2 Streifchen über, die wir zum Schluss mit drüber geben. So, und den Rest einfach klein hacken. Ich bin echt schon tatsächlich ein bisschen gespannt, wie das Mengenverhältnis nachher ist. Ob das reicht, aber ich glaube, das sieht gut aus. Und das riecht so unglaublich frisch, ne? Ja, das riecht wirklich gut. Es ist perfektes Verhältnis. Das ist richtig gut. So, das können wir jetzt erstmal stehen lassen. Wir gucken gleich mal, wie weit die Kartoffeln sind. Aber ich denke, die werden noch ein bisschen brauchen. Die sollen nämlich wirklich schön crunchig werden. Oh ja, die brauchen noch. Die brauchen auf jeden Fall noch. Ja, ach so, ein Bierchen können wir trinken in der Zeit. Ist ja wichtig, dass wir die Zeit auch vernünftig nutzen. Sinnvoll. Ja, wenn der Grill an ist, dann das gehört dazu. Richtig. Zack. Dann Prost. Prost. Prost, Leute. Ah, gut. So. Gefühlt eine Ewigkeit ist vergangen. Also ich muss schon ehrlich sagen, um diesen Effekt zu erzielen, ist verdammt viel Zeit nötig und ich glaube auch verdammt viel Energie. Weil wenn man da 2 Stunden drauf warten muss, dass die Kartoffeln wirklich kross sind, crunchy sind, also es war schon sehr, sehr lange, finde ich. Es war eigentlich auch zu lange. Jetzt könnte man hier noch ein bisschen durchhacken mit diesem Spachtel hier. Hier ist teilweise, also das waren fast wirklich 2 Stunden oder so, ne? Ja. Teilweise ist echt schön crunchy, teilweise noch nicht so. Es wird bestimmt schmecken, denke ich schon. Aber ob das noch Sinn macht, energietechnisch, ich bin mir da nicht so sicher. Also ihr hört es, es ist crunchy auf jeden Fall. Für einen so einen Salat, so eine halbe Gaspulle rausballern. Das Fleisch wäre was anderes, ne? Für den Salat. Okay, der Speck drin. Ja, der war im Gegensatz dazu sehr schnell fertig. Ja. So, schütten das da mal rein. So, dann rühren wir das mal unter. Man hätte fast noch mehr Kartoffeln nehmen können. Aber da hätte man auf dem Backblech ausweichen müssen. Aber ich denke, es wird wohl ziemlich gut schmecken. Lecker ist es auf jeden Fall. Ja. So, und dann müssen wir eigentlich nur noch probieren. Wo haben wir Kartoffel? Da. Es schmeckt 1A.
Richtig geil. Richtig, richtig lecker. Aber wie gesagt, ich habe viele, viele Videos dazu angeguckt. Die sind teilweise 40 Minuten, 180 Grad im Leben nicht. Das funktioniert nicht. Nach 40 Minuten waren die mal gerade ganz leicht angebräunt. Also überhaupt nicht dran zu denken. Also man muss wirklich enorm viel Energie aufwenden, um diesen Salat zu machen. Er schmeckt mega und ist ein totaler Hype. Aber ich glaube, viele werden sich wundern, wie ewig man dafür braucht. Es ist dunkel, wir haben schon ein paar Bier auf. Auch die haben wir nicht mehr gezählt irgendwann. Naja, zumindest sind wir zufrieden. Genau. Und jetzt essen wir ein bisschen Salat. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Diesen Salat, so gut er auch schmeckt, empfehle ich nur bedingt aus den genannten Gründen. Aber entscheidet selbst, ob ihr euch das antun wollt und probiert es dann gegebenenfalls aus. Ja, wenn euch unser Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch und freundlicher Kommentar wäre super. Ein Like natürlich und den Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen. Bin ich schon angetrunken? Ich rede irgendwie so komisch. Das passiert, wenn man so lange auf die Scheiße, auf sowas warten muss. Und dann auch nur Salat. Jetzt fluchst du auch noch. Ja, genau. So, hier. Ich mache mir eine Wurst. Gar nicht. Tschüss.